Ranking-Faktoren 2013, wie wirken Backlinks? Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INEMAG und Sie schauen website-marketing.ch. Ich habe das letzte Mal über die sozialen Ereignisse berichtet, wie sich die eben auf das Ranking bei Google auswirken. Und nun hat Searchmetric das natürlich auch noch für Backlinks gemacht. Wie gut wirken sich also Backlinks auf die Rankings aus nach dem Pinguin-Update im Jahr 2013, das schauen wir uns gleich an. Das ist diese Studie von Searchmetric, die rausgegeben wurde. Das ist das Korrelationsdiagramm, das zeigt auch, wie gut das eine Maßnahme, also in dem Fall Anzahl Backlinks, mit dem Ranking korreliert. Das letzte Mal habe ich über die Social-Aktivitäten berichtet, das sind hier die orangen und heute geht es um die blauen, die Backlinks, und da sehen Sie schon gleich mal, dass sie immer noch einen sehr, sehr großen Impact haben. Hier geht es um die Backlinks. Ich gehe von oben nach unten durch. Die Anzahl Backlinks haben nochmals massiv zugenommen. Das sehe ich hier an diesem blauen, dunkelblauen Bereich. Also es bringt immer noch sehr viel, wenn ich Backlinks habe. Das ist ungefähr gleich stark wie die Aktivitäten aus Facebook, also ein Maximum, das man hier rausholen kann. Wichtig ist natürlich auch die Visibilität der linkgebenden URL, also die Seite, von der her eben der Link kommt. Es ist klar entscheidend, No-Follow-Links haben massiv zugenommen. Das sind Links, denen ich eigentlich Google sage, da soll Google nicht nachgehen. Machen die natürlich trotzdem und sehen auch, dass die was bringen, und das hat stark zugenommen. Backlinks mit Stop-Word, da geht es vor allem um mehr, weiter, also nicht Backlinks von einem Keyword aus, sondern eben von diesen Stop-Words aus. Dann Anzahl Worte im Ankertext, das ist immer noch gleich stark. Ich verlinke also nicht mehr, und da sehen wir dann ganz am Schluss, ein einzelnes Keyword. Das macht man schon länger nicht mehr so, sondern man verlinkt einen Satz oder mehrere Wörter zusammen. Bringt also was, umso mehr, umso besser. Backlinks aus selbem Land ist ein wichtiger Faktor. Nützt mir also nicht, wenn ich chinesische Backlinks einkaufe, die nachher auf eine deutsche oder eine Schweizer Seite zeigen. Und hier, und das ist das, was am meisten oder das Einzige, was überhaupt verloren hat bei den Backlinks, im Ganzen hat es stark zugenommen, ist das Thema Backlink mit Keyword. Also wenn der Backlink direkt vom Keyword auskommt, dann ist die Korrelation da zurückgegangen, ist aber immer noch positiv, das muss man ganz klar bemerken. Das also das Thema Backlinks, was Searchmetric gemessen hat, nach dem Pinguin-Update, und zwar lange nach dem Pinguin-Update, Backlinks, also immer noch eines der stärksten Maßnahmen, stärker beispielsweise als die Technik- oder On-Page-Maßnahmen, wirken sich die Links auf eine gute Position nach diesen Kriterien eben aus. Würde mich interessieren, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Kommentare wie immer hier. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INEMAG und Sie haben website-marketing.ch geschaut.